Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Wir werden heute wieder die Südhof-Quest weitermachen und wir müssen uns beeilen, denn das Fohlen, das wir in der letzten Folge gefunden haben, geht es nicht besonders gut. Deswegen müssen wir jetzt schnell handeln und den Fohlen helfen. Ja, ich stehe hier auch schon an der Tafel, denn wir haben ein paar Aufgaben. Und zwar die Notfalluntersuchung. Also doch nur eine Aufgabe. Aber eine Aufgabe in diesem Fall reicht ja schon. Hier ist die Ananas. Hallo. Die Willow habe ich gerade auch schon gesehen. Okay, wollen wir mal das Fohlen versorgen? Eine Notfallversorgung. Ja, es wurde zwar gesagt, dass es anscheinend das Fohlen ist von der Welch-Stute. Aber ich finde, das sieht so gar nicht danach aus. Ich finde immer noch, es sieht nach Haflingerfohlen aus. Oh, guck mal, alle umsorgen das Fohlen und streicheln es und striegeln es. Ist das nicht niedlich? Oh, kann man da ein Bild von machen? Nee, leider nicht. Schade. Temperatur prüfen. Geht's dir gut? Oh, warte mal. Oh, ich muss da unbedingt irgendwie ein Bild von machen, von diesen wunderschönen Fohlen. Es kann natürlich sein, dass es auch da sowieso stehen bleibt, aber ich muss mal ganz kurz ein Bild machen. Weil ich das einfach so toll finde. So, Platz frei. Okay. Das ist schön. Hallo, Foli. Ja, das muss jetzt einfach sein. Wer von euch hat denn auch ein Bild von den Fohlen gemacht, so wie ich? Und wer hat es vergessen? Oder wer denkt, oh, hätte ich doch nur mal. Okay, warte mal. Das ist gar nicht so einfach. Da eine gute Position zu finden, wo wir beide irgendwie draufpassen. Oh doch, so sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Was zittert denn da? Habt ihr das auch gesehen? So, ein bisschen Sättigung kann auch nicht schaden. Es könnte schon fast ein Fjordi-Fohlen sein. Findet ihr auch? Irgendwie schon, oder? So. Und das wird nochmal ein bisschen abgepudert hier von der guten Amira. Und, hups, wir sprechen derweil. Ich muss mit Jude sprechen. Das Fohlen in der Wachstation säubern. Ach so. Folgen, kuscheln, spielen. Okay. Gut, ich glaube, wir müssen doch mal mit denen sprechen. Das geht gar nicht. Okay. Habe ich denn irgendwas zum Säubern da? Moment. Irgendwas zum Säubern. Kann ich dich so säubern? Nee. Zu pflegen, kuscheln, spielen. Also benutzen kann ich jetzt hier gerade nichts irgendwie. Hätte ich vielleicht kein Foto machen sollen. Ah nee, warte mal, ich muss da hin. Da ist ja etwas aufgeleuchtet. Dann gehen wir doch mal dahin, wo es leuchtet. Was gibt's denn hier zu holen? Hier ist doch gar nichts. Ach, da! Sag das doch! Also ein Pferd steht auch schon mal hier drin, ne? Oh, Achtung, da steht schon ein großes Pferd. Steht ein großes Pferd und ein kleines Pferd. Oh, jetzt ist es schon weg. Okay. Okay, einmal absprühen bitte. Putzt das Pferd. Einfach putzen. Oh, jetzt ist es wieder da. Oh, das ist natürlich doof, wenn man da so ein großes Pferd dann stehen hat und gar nicht sehen kann, wie das kleine geputzt wird. Aber wir sind schon fertig. Gut, also wieder zurück. Boah, und dann noch so ein riesen Scheier. Okay, wieder zurück. Dum-dum-dum. Dann ganz schön weiter Lauf, ne? Also zumindest so für mich jetzt hier. Dem Fohlen Elektrolytergänzungen verabreichen. Okay. Reingetragen wird es schon mal. Ah, liebes kleines Fohlen. Hier, trink. Ach, das ist so niedlich.
Und jetzt muss es noch eine Aktivkohleergänzung bekommen. Hallo Mandy, offenbar hast du alle täglichen Aufgaben abgeschlossen. Sollen wir nachsehen, wie es dem Fohlen heute geht? Das Fohlen ist immer noch krank und braucht angemessene Pflege. Du hast dich schon so viele Tage um das Pferd gekümmert. Eins. Okay. Ich denke, du musst dich noch viele Tage um das Pferd kümmern. Das war's. Du bist für heute fertig. Ruh dich aus und komm morgen wieder. Das Fohlen braucht immer noch deine Hilfe. Ah, okay. Eine wunderschöne tägliche Aufgabe. Das heißt, wir müssen das Fohlen aufpäppeln jeden Tag. Folgen, Pflegestation schicken. Ah, okay. Das ist ja echt so ein bisschen wie in der App, ne? So ein klitzekleines bisschen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es dann später erwachsen wird und es ein Pferd wird, das man vielleicht kaufen kann. Oder vielleicht einfach nur ein Pferd, das denn hierher gehört. So, ich glaube, wir haben die Quests hier dann erstmal fertig, die neuen. Außer, dass wir jetzt jeden Tag das Pferd pflegen müssen. Und damit wir das auch wirklich machen können, habe ich mir überlegt, werde ich meinen Heimatstall auch erst einmal hierher verlegen. Wo ist denn mein Pferd überhaupt? Wo ist mein Pferd? Ist das hier so dazwischen? Oh ja. Willow hat auf mein Pferd aufgepasst. Dankeschön, Willow. So, einmal aufsteigen. Ich werde tatsächlich jetzt erst einmal vorübergehend mein Heimatstall hier nach Südhof verlegen. Normalerweise ist mein Heimatstall ja bei Steve. Und es ist eigentlich für mich persönlich auch der schönste Heimatstall, weil das so super toll zentral ist. Aber gerade jetzt für diese Quest werde ich meinen Heimatstall hierher verlegen. Ich finde, das sieht ja auch so super cool aus irgendwie. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also, diesen Stall zum Heimatstall machen. Puh, schon Ewigkeiten habe ich meinen Heimatstall nicht mehr geändert. Ich denke aber, ich werde bestimmt auch, wenn die Quest dann irgendwann vorbei ist, wieder zu Steve zurückkehren, weil irgendwie Heimatstall bleibt Heimatstall. Außer ich lebe mich jetzt hier in Südhof so gut ein, dass ich sage, nee, ich bleib doch hier. Okay, 25. Oh, so teuer immer. Okay, du hast einen Heimatstall gewechselt. Yay, jetzt kann ich mal hier reingehen. Sieht noch alles aus wie vorher. Stehen meine Pferde noch alle, hier so rum? Ja, tun sie. Es sieht noch alles gleich aus, genauso wie vorher. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal die Pferde sortieren. Sehr schön. Hat alles geklappt. Wunderbar. Dann kann ich ja wieder raus. Hui, jetzt muss ich wirklich jeden Tag mal schauen wegen den Fohlen. Ich weiß ja auch nicht, wie das ist, wenn man mal einen Tag auslässt. Ist es dann so, dass man wieder von vorne anfängt oder zählt das einfach gleich? Und was ist denn hier mit ihr los? Mach das nochmal. Annie, mach das nochmal, das sah lustig aus. Ja, sie macht es nochmal. Nee, nicht so ganz. Na gut, okay. Ja, sehr schön. Habe ich überhaupt generell noch irgendwelche Quests hier? Nee, ich könnte aber halt beim Einsiedler immer nochmal so ein bisschen reinschauen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, na gut, okay. Das war's schon. Oh, kann ich... Huh, warte mal, hier glitzert es doch noch. Ach, derzeit gibt es keine Aufgaben. Ja, kann stehen bleiben, Pferdchen. Alles gut. Komm morgen wieder. Ah, das ist natürlich auch cool. Vielleicht kann ich jeden Tag irgendwie ein paar Aufgaben machen. Das wäre mega. Jetzt muss ich mir nochmal ganz schnell alles anschauen. Weil hier habe ich ja auch noch gar nicht so richtig geguckt. Wow, das ist auf jeden Fall... Hat das alles Potenzial, um da mal irgendwie eine Story hinzumachen. Generell, hat es sehr viel Filmcharakter, so ein bisschen, finde ich. Es backt hier auch so ein bisschen rum. Die Mädels sind alle immer nicht so ganz zu sehen. Sehr schön. Hier kann man dann auch noch so ein bisschen Reitunterricht geben. Das ist ja auch eigentlich mega. Eigentlich ist es auch ein richtig guter Platz für Clubtreffen, ne? Wenn man mal so sieht, hier kann man echt alles machen. Total super. Ja, übrigens neuer Club. Es tut mir leid, dass es noch keine neue Club-Folge gibt, wegen den Sommerclub. Denn ich bin, wie gesagt, in noch keinen neuen Club drinne, weil mir leider momentan irgendwie niemand antwortet. Ich habe jetzt schon 3 Mädels angeschrieben und da hat bis jetzt noch keine geantwortet. Also zieht sich das jetzt alles ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil die Zeit vergeht und Zeit vergeht. Und ja, naja, was soll ich machen? Wir müssen einfach ein bisschen geduldig sein. Und dann hoffe ich, dass das Ganze weitergeht. Ist ja, ist halt doof, wenn dann immer keiner da ist. Ah, übernachten kann ich hier bei ihm.
Moment, ich muss, wie gesagt, einmal gucken. Kann ich hier Schweinchen kaufen? Was gibt's denn hier überhaupt so zu kaufen? Wir machen nochmal so ein bisschen umschauen, bevor die Folge vorbei ist. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Da passt das ganz gut. Okay. Ach, schade, jetzt kann ich mich nicht drehen und wenden, aber so geht das. Ah, jetzt ist das auch noch davor. Das ist natürlich blöd. So geht's. Die sieht ja auch gar nicht immer so schlecht aus. Kostet sogar nur 34. Eine weiße Fischerjacke. Wow, die gefällt mir sogar. Selten, dass mir etwas so gefällt. Dann haben wir noch eine blaue Fischerhose. Die Fischerhosen sind immer nicht so ganz meins. Oh, das ist ja auch süß. Hat aber nicht so gute Werte, aber süß. Ja, mag ich auch nicht ganz so gerne. Da habe ich noch nie geguckt, was es hier gibt. Oh, eine Rock. Ein Fischerrock. Alles natürlich Fischer. Die T-Shirts, die gefallen mir ja mal richtig gut. Ich mag das, wenn dieses Verschnörkelte und dieses Blumenmuster da ist. Da ist es wirklich sehr, sehr schade, dass die nur Seiten plus 4 haben. Gerade bei solchen hübschen Sachen, da wäre es echt mal cool, wenn die, da hier zum Beispiel, die Jacke hat wieder plus 8. Man hat die Jacke plus 8 und das schöne T-Shirt nur plus 4. Das ist unglaublich schade. Okay, die Jacke, na, ist auch nicht ganz so meins. Oh, die Hose ist ja auch cool. Aber leider nur plus 3 beim Reiten. Schwarze Hofhose. Wow, also wirklich, ich habe noch nie hier so reingeguckt. Da bin ich ja jetzt echt mega positiv überrascht. Der sieht auch irgendwie total witzig aus. Eigentlich ist so ein gelber Hofhut nicht so meins. Aber ich finde ihn gar nicht mal so doof. Auch sehr schön. Cool. Mensch, gut, dass wir hier nochmal reinschauen. Jetzt weiß ich, falls mir irgendwas fehlt, kann ich hier auch noch was kaufen. Hier ist noch mehr. Das muss jetzt sein. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Genau, jetzt gucken wir mal, was es für das Pferd gibt. Gibt es mal eine andere Sicht? So ist schön. Wow, das gefällt mir auch gut. Okay, alles klar. Also ich denke, wenn ich dann demnächst mal wieder ein Pferd kaufen werde, werde ich wahrscheinlich mal das Outfit von hier kaufen. Weil gerade das Grün hier, also dieses Blaugrün, dieses Türkis, das gefällt mir echt extrem gut, muss ich sagen. Das habe ich im Shopping Center so in dieser Art noch nicht gesehen. Gut, die Gamaschen sind jetzt nicht so der Brüller. Aber da kann man ja auch noch andere Gamaschen nehmen. Echt schön. Wow. Gefällt mir gut. Schöne Satteldecke. Satteldeckenmäßig bin ich ja sowieso noch nicht so dolle ausgestattet. Das wisst ihr ja. Ja, gefällt mir gut. Das heißt sparen, sparen, sparen. Ich habe ja das letzte Mal alles ausgegeben bei der Anita Quest. Quest, ja. Für, jetzt ist es für mich schon eine Quest geworden. Was haben wir hier noch? Ah, noch mehr Gamaschen. Warte mal, was ist das denn jetzt noch hier? Oh, die sind ja auch niedlich. Sind auch nicht schlecht. Noch ein weißer Rock sogar, ein Zylinder, eine grüne Jacke. Also man muss sich wirklich mal umschauen. Es lohnt sich, sich mal umzuschauen. Ja, Schweinchen kann ich hier nicht kaufen. Oh Gott, jetzt sind wir schon fast in der Überlängenzeit hier. Hier steht noch ein Pferd. Das gehört doch jemandem, oder? Klar, das gehört irgendjemandem. Ah ja, manchmal ist es auch schön, sich einfach mal umzuschauen. Und die Kühe schlafen hier. Das ist auch das erste Mal, dass man hier liegende Kühe sieht, glaube ich. Ja, ich störe euch nicht. Was hat denn das Ferkel jetzt gerade bei mir gemacht? Das sah so seltsam aus. Sehr, sehr cool. Hier gibt es noch was zu futtern. Das muss ich mir nicht unbedingt anschauen. Das Haus da, da bin ich auch so ein bisschen neugierig. Auch alles sehr cool aus. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Südhof-Fan. Das kann ich so sagen. Guten Gewissens. So, Moment. Jetzt will ich noch mal kurz was gucken. Und dann ist die Folge gleich vorbei. Keine Sorge. Ich mache es nicht zu lange heute. Ich kann ja selber noch umgucken. Kann ich mich da draufsetzen? Ja, ich kann mich da draufsetzen. Ach, wie cool. So. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz recht herzlich beim Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.